Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Speedpaint-Video. Also kleines Testvideo auf jeden Fall, weil ich habe quasi, während ich hier unten diese Ecke, wo die Folie quasi noch so ein bisschen drüber liegt, gepaintet habe, habe ich immer wieder kleine Videos gemacht, so dass ihr mitkriegt, wie ich quasi painte. Und ich hoffe einfach, dass es euch gefällt. Weil ich hier gerade den Stift so in der Hand habe, es war ein bisschen Absicht, aber ich habe ihn gerade in der Hand, möchte ich euch gerne die liebe Savasi vorstellen. Also JP Savasi, die hat einen Shop, in der sie Stifte macht. Die hat ganz, ganz viele Stifte schon fertig und sie macht auch auf Anfrage personalisierte Stifte. Beziehungsweise hat sie meinen auf Anfrage gemacht und ich denke, wenn ihr ganz lieb zu ihr seid, dann wird sie auch für euch personalisierte machen. Ihren Shop werde ich ein bisschen unten in die Beschreibung packen. Schaut da also einfach mal rein und lasst euch da ein bisschen inspirieren. Ansonsten werdet ihr während dem Speedpaint auch ein Schiffchen sehen, ein kleines Babyschiffchen. Das ist von der lieben Pichu Moon Art. Und da könnt ihr natürlich auch reingucken, weil der Shop-Link, der wird immer unter meinen Videos sein. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, weil ich das im letzten Video einfach nicht richtig miterzählt habe, war dieses Bild hier, dieses wunderschöne Bild hier, das nennt sich die Blüte der Magnolien. Und es ist von der Künstlerin Olena Iwanchenko. Ich lege mal den Stift beiseite, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Ich habe es gekauft bei Your Diamond Painting. Und muss sagen, ich bin restlos begeistert. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Wir haben hier Flüssigkleber mit Hartstein. Es ist 50 mal 50 Zentimeter groß. Und ich liebe es. Genau. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei unserem kleinen Speedpainting-Test.
So, und da sind wir schon wieder. Wir haben die Ecke hier geschafft. Ich weiß, der Speedpaint war ein bisschen länger, aber wir werden sie überleben, denke ich. genau, und jetzt zeige ich euch das nochmal ein bisschen von nahem, dass ihr auch seht, wie schön das glitzert und wie schön die Steine sitzen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ja. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Speedpaint-Video und es hat euch gefallen. Falls nicht oder falls doch, ich würde mich freuen, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt. Denn nur so kann ich dann gucken, wie ich es für euch interessanter gestalten kann. Ich würde euch da nämlich sehr gerne ein bisschen mit einbinden. Also all eure Ideen, die ihr habt oder was ihr gerne sehen möchtet, würde ich versuchen wollen umzusetzen. Deswegen. Ja, zögert nicht und schreibt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die Videobeschreibung durchlest, und vielleicht auch auf unseren Discord kommt. Hier, die Diamond Painting Community. Das ist ein Discord. Keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Das ist wie WhatsApp für einen PC. Könnt ihr aber auch auf dem Handy runterladen. Und da gibt es quasi so Gruppen mit verschiedenen Räumen, wo man schreiben kann, wo man auch miteinander sprechen kann und. Und Diamond Painting Community ist quasi ein Teil von dem ganzen großen Discord. Also in Discord kann man ganz viele verschiedene Server erstellen, so nennt sich das da. Und da braucht ihr echt keine Angst haben, das tut nicht weh, das ist nur so ein erweitertes WhatsApp. Und macht mindestens genauso viel Spaß wie WhatsApp-Gruppen, wenn nicht sogar noch mehr. Genau. Also Videobeschreibung und wenn ihr irgendwelches Feedback habt, einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen und lasst auch gerne einen Daumen nach oben, oben. Da und bis zum nächsten Mal. Bye bye.